Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Auch heute wieder ein Blick in die Baustelle Stadtbahn Tunnel. Ja, im Prinzip sind die beiden jetzt zusammengewachsen. Unten im Bild noch vom alten Deckenplatte zu sehen. In der rechten Hälfte und links ist sie schon demoliert. Laufe ich doch noch mal zurück. Da unten streiten sich zwei. Die sind sich über die Verkehrslage nicht einig. Und wir wackeln zum Anschluss Stadtbahntunnel. Und auf dem Betonklotz ist ein Verbau errichtet worden. Noch ein bisschen zurück. Erstmal Blindflug. Und jetzt wird es wieder was. Jetzt noch ein Blick Richtung Hauptbahnhof. Auf den Teil, den ich ja immer Hauptbahnhof nenne, Stadtbahntunnel Hauptbahnhof. Immer ist übertrieben, in der letzten Zeit immer wieder. Rechts von dieser kleinen Mauer, die hier noch als Armierung und ab hier als betonierte Mauer zu sehen ist, ist dann die Spur der Stadtbahn zum Hauptbahnhof. Links davon gibt es eine Verzweigung, einmal zur Staatsgalerie und einmal auf einen kleinen Sackbahnhof. Also zum Wenden, wenn eine Stadtbahn am Hauptbahnhof gewendet werden soll, dann kann sie hier reinfahren. Der Fahrer wechselt zum anderen Ende und dann fährt sie wieder raus. Und hier sehen wir doch Gerüste. Könnte sein, dass die für die Deckenplatte vorgesehen sind. Hier ist auch schon, wo ist sie jetzt? Eine Schalung drin, noch viel zu tief, aber wir werden sehen.
was hier noch passiert. Denn in dem Bereich, oh Moment, so ab hier sehen wir den kompletten Bereich, der schon Seitenwände hat. Und hier sieht es nach noch mehr Gerüstmaterial aus. Ja, leider ist schönes Wetter, was mir gar nicht so gut gefällt, denn die Helligkeitsunterschiede zwischen Sonnen- und Schattenseite sind so gravierend, dass dann immer überblendet oder zu dunkel ist. Bisschen reinzoomen, dann kann die Kamera nachregeln. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Blickt noch auf B1 und dann sage ich ciao. Und auf K7.